Ja, Gott und Grüß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Gabriele Schäfer. Kennt ihr das? Ich hab's! Ja, genau, richtig. Wie gehen die starken Männer? Wo er nachdenkt und dann kommt ihm die Idee. Ich habe auch eine Idee. Ich habe einen Schmetterlingsflügelschlag. Vielleicht interessiert er dich. Wir sind ja, wenn wir schauen, gerade in einer Zeit, in einem Bereich, wo wir von alt in neu gehen, wo wir von einer Phase in eine andere gehen, wo wir von einer Dimension in die andere gehen, wo wir von einer Bewusstseinsstufe in die andere gehen. Aber letztendlich, wenn wir schauen, es ist auch biblisch prophezeit, wenn wir die Welt jetzt anschauen, heißt es, die Welt ist in Geburtswehen. Das heißt, die Welt ist in Geburtswehen und da will jetzt eine neue Welt geboren werden. Und was ich hier machen möchte, den Zusammenhang zwischen dieser Geburt, wenn wir nämlich jetzt zurückgehen in den Mutterleib, möchte ich da auch eine geistige Bewegung rausgebären. Und zwar, was meine ich? Wenn wir jetzt einmal in den Mutterleib hineinschauen, wenn aus einem ganz kleinen Fuzzi-Wuzzi, aus einem männlichen Samen, das sich in eine weibliche Eizelle hineinsetzt, wenn das befruchtet wird, dann entsteht etwas. Ja? Und ab diesem Augenblick geschieht etwas. Es geschieht ganz automatisch, ganz von selbst. Das kommen wir noch einmal zurück. Da geschieht dann etwas. Ohne Zutun von der Mutter, die halt den Körper zur Verfügung stellt, aber sie tut nichts, dass da drinnen sich etwas tut, dass etwas geschieht. Der Vater, der hat dazu beigetragen, aber er tut auch nichts dazu, dass da drinnen jetzt etwas geschieht. Dieses Wachstum, die Entwicklung. Und das Baby tut im Endeffekt auch nichts. Das heißt, es geschieht etwas ganz von selbst. Und dieses Geschehen ganz von selbst, um das geht's. Ich nenne es jetzt einmal, da ist ein Feld des Geschehens. Was geschieht in diesem Feld dieses Geschehens? Da bilden sich Zellen, Organe, Augen, Ohren, Gliedmaßen, Sehnen, Muskeln, Haut, was weiß ich alles, Haare, ja. Und das geschieht alles, wie von selbst. Und es ist ja interessant, wenn man schaut, was ist zuerst da? Das Gehirn, was wir mit Denken ja gleichsetzen, oder das Herz? Und man weiß, dass das Herz zuerst da ist. Das Herz ist das Erste, was man am Ultraschall sieht. Dieses kleine Pünktchen, was pocht. Bam, 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 bam. Das Gehirn kommt erst nachher. Ist auch interessant. Was auch interessant ist und ein Wunder eigentlich, ja, man kann ja heute mit der Technik schon vieles beobachten, und zwar, dass die Zirbeldrüse nach dem 49. Tag gebildet wird. Und das ist genau der Zeitpunkt, 49 Tage, der Tag, also danach, nach diesen 49 Tagen, ist genau der Zeitpunkt, wo man auch das Geschlecht erkennen kann, ein Bub oder ein Mädel. Und das ist ja diese Zahl 7 mal 7 ist 49, das ist ja ein ganz besonderer Begriff. Ja. Das bringen ja manche auch in Verbindung mit der Vollkommenheit und ist gar nicht so abwegig, weil 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit mal 7, also das ist ja dann die 49 ist ja überhaupt. Ne? Aber dieses, was danach kommt, dieses 50, das hat ja in vielen Religionen auch eine tiefe Bedeutung. Schauen wir nur mal ins Judentum hinein, da gibt es diesen Feiertag, der nennt sich Pentekoste. Ja, das ist der Feiertag, der am 50. Tag geschieht, ja, nach Jesu Tod, ist dann am 50. Tag ist dieses Pentekoste, wo sie die Auferstehung feiern. Und das ist in der Kirche, ist das das Pfingsten, die Ausgießung des Geistes. Ja, und ich glaube, dass da schon auch ein gewisser Zusammenhang besteht. Oder könnte sein, dass das irgendwie auch mit den geistigen Gesetzen so zusammenhängt, ja?
Genau, das heißt, wir haben jetzt gesagt, die Welt ist in Geburtswehen. Und da geschieht etwas. Und auf dieses Geschehen möchte ich jetzt noch zurückkommen, denn es ist in der Bibel prophezeit, und wir sehen das auch in der Welt, so gewisse Pläne von der dunklen Seite, die sind geplant, ja. Wir haben das eh schon kurz besprochen, das ist eben jetzt diese Agenda 2030, die neue Weltordnung, dieser Great Reset, Klimawandel und diese ganzen Begriffe. Das ist alles prophezeit. Und es ist aber in der Offenbarung steht das drinnen, ja, im letzten Buch der Bibel. Und es ist aber dort eine Zeitform gewählt, die für uns, die wir die deutsche Sprache haben, könnte das falsch aufgefasst werden. Da steht nämlich, es ist geschehen. Und dann wird das alles beschrieben. Das ist aber nicht so, dass es bereits geschehen ist, das ist noch nicht geschehen, sondern das ist eine Zeitform. Im Griechischen gibt es fast 40 Zeitformen, und wenn das so verwendet wird, dann heißt das jetzt nicht, dass es wirklich schon geschehen ist, sondern diese Zeitform im Griechischen bedeutet, es wird geschehen, wenn nichts anderes dem vorweggenommen wird. Und da haben wir wieder unseren Begriff Prämisse, ja? Das heißt, es wird so kommen, wie es ist, wenn nicht etwas anderes geschieht. Und ich denke mir, wenn wir in dem Feld des Geschehens unser Geschehen mit hineinbringen, dann kann großes geschehen. Unvorhersagbares Chaostheorie, da sind wir wieder bei dem, ja? Und wenn ich sage, ein Wunder geschieht wie von selbst, haben wir gesagt. Ja, dieses Wunder Mensch, diese Entstehung Mensch ist ein Wunder. Das geschieht wie von selbst. Und wir haben ja gesagt, dass wir in einem Stadium sind, wo wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, unser Ich Bin, unser Selbst, unser höheres Selbst. Ja? Und wenn es jetzt heißt, das Wunder geschieht von selbst, dann können wir das übersetzen, das Wunder geschieht durch uns, durch unsere Selbste. Ja? Und ich denke mal, wenn wir uns zusammentun, wir mit unserem erhöhten Bewusstsein, ich will mich da jetzt nicht drüber erheben und sagt, die anderen sind da nach unten, und das geht es überhaupt nicht, aber wir wissen, wir haben bereits ein höheres Bewusstsein, wir sehen ja, wie wir leben, was sich alles in unserem Leben verändert, unsere feinstofflichen Sinne, wie das alles aktiviert wird, wie wir die Dinge erleben, erkennen, wo wir von einem Wunder zum anderen gehen, wo wir von einer Freischaltung zur anderen gehen, wir sind da Flip, der da immer weiterspringen darf. Und wenn wir uns mit unserem Bewusstsein zusammentun, dann denke ich mir, dass wir das Feld des Geschehens mit unserem Bewusstsein beeinflussen können. Weil wir haben ja gesagt, Emergenz ist ein Begriff, dass sich in einem System niedere Eigenschaften emporkommen und dadurch, also durch die Anhebung des Bewusstseins, durch ein hohes Bewusstsein, können die niederen Bewusstseinsseine angehoben werden. Ja, und das geschieht. Das geschieht. Und ich glaube, dass man da gar nicht viel machen muss, sondern es ist einfach dieses Dasein, diese Präsenz. Und wenn wir da gemeinsam sind, gemeinsam in einem Feld, ja, und darum möchte ich eine Gruppe gründen, das liegt mir schon lange am Herzen, euch das vorzuschlagen, wo wir gemeinsam zusammenkommen, wo wir einfach unsere Bewusstseins in ein Feld bringen, in ein Feld des Geschehens und dann schauen, was geschieht. Und ich weiß, es wird was geschehen. Nur wir werden nicht wissen, was geschieht, wenn wir das nicht machen. Und ja, meine Idee, mein Schmetterlingsflügelschlag geht dahin, eine Gruppe zu gründen auf Telegram. Die möchte ich nennen, das Feld des Geschehens und die Geburtshelfer, wo wir uns wirklich regelmäßig treffen in dem Feld des Geschehens und das Geschehen beeinflussen. Ich stelle den Raum zur Verfügung und ich weiß, dass wir haben alle ein erhöhtes Bewusstsein, dass wir uns gegenseitig mit unserem Bewusstsein beeinflussen können, beglücken können, inspirieren können, uns weiter emporbringen können und da draußen dadurch etwas Großes bewirkt wird. Wir müssen es nur mal machen. Ja, das ist einmal jetzt meine Idee. Ich warte aber noch auf eure Kommentare, bis ich dann die Gruppe wirklich mache. Und Geburtshelfer deshalb, ich hatte das Vorrecht, eine Geburtshelferin oder eine Entwicklungshelferin zu sein. Bei unserem Teich unten durfte ich miterleben, wie sich ein Wasserkäfer
zu einer Libelle entwickelt hat. Diese Geburt durfte ich miterleben und das war einfach für mich, ja, es war eine Synchronizität, dass ich da auch eine von den Geburtshelferinnen bin. Und wenn du eine bist oder wenn du einer bist, dann schreib es mir in die Kommentare rein und dann können wir gemeinsam etwas machen. Was es genau wird, ich kann es nicht sagen. Es wird etwas Tolles sein, das spüre ich. Ich weiß nicht, wie du es fühlst, wie es bei dir ankommt. Ja, ich war mit der Gloria laufen und wie ich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, ich schaue noch in den Postkasten rein. Ich liebe das ja immer, da kriege ich oft die tollsten Botschaften und so war es auch heute. Ja? Das passt irgendwie dazu. Wir haben da so ein Bezirksblatt, das glaube ich einmal in der Woche kommt. Ich schaue da eigentlich nie rein. Ich schaue mal immer nur die Überschrift an und muss dann schmunzeln. Oder wo ich auch immer schmunzeln muss, wenn ich bei uns im Südburgenland tanken fahre, da fahre ich immer bei einem Schild vorbei, was Werbung macht für das Bundesheer. Und das passt immer so für uns, ja. Was ist letztes Mal gestanden? Ich weiß gar nicht mehr. Gemeinsam sind wir stark und verändern alles oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch das einmal zeigen, was da drauf steht. Was steht da drauf? Die Nationalratswahl. Ich habe gar nicht gewusst, dass die ist, weil mich interessiert das da draußen gar nicht mehr. Und die Parteien rüsten sich. So, und wenn ich das jetzt für mich als Synchronizität nehme, hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und ich möchte das irgendwie umlegen in den geistigen Bereich. Da ist jetzt eine Wahl da und die Parteien rüsten sich. Das heißt, sie rüsten sich, damit sie gewinnen. Es gibt einen Gewinner. Aber ich möchte es anders haben. Ich möchte nicht einen Gewinner haben. Ich möchte, dass sich alle miteinander verbinden und dann gemeinsam einen Tanz tanzen. Und ich glaube, wir können wählen. Wir können heute wählen. Wir sind in der Zeit, wo wir wählen dürfen. Aber jetzt nicht auf dieser Basis, sondern was wollen wir? Wollen wir Frieden oder Krieg? Und ich denke, wenn wir uns gemeinsam mit unserem Bewusstsein in dem Feld des Geschehens zusammenfinden und diesen Frieden gemeinsam begehren und schauen, was jeder dazu beiträgt, dann wird das funktionieren. Das muss funktionieren, ja? Und ich denke mal, warum rüsten wir uns nicht? Warum wählen wir nicht den Frieden für die Welt, für alles? Dann hört sich das alles auf. Es geht nicht mehr um Kampf, es geht um Zusammenschluss, ja, und es geht nicht um gut und schlecht oder um hoch und tief oder um besser und schlechter. Das ist wieder ein Beurteilen. Es geht einfach darum, dem ein Ende zu setzen, indem man es verbindet und indem man etwas, ein Feld kreiert, diese Prämisse, etwas im Vorfeld schon kreiert, damit das dann geschehen kann. Wie von selbst, das heißt durch uns. Ja, jetzt warte ich einmal auf eure Reaktionen. Lassen wir das Wunder geschehen. Seien wir das Wunder. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, wir können mit so großen Dimensionen gar nicht umgehen, weil wir sind so konditioniert worden, dass wir gar nicht so an das Große glauben oder uns vorstellen können. Wir sollen viel mehr in unsere Fantasie gehen, in unsere Gedankenwelt gehen. Das ist das mächtigste Werkzeug, was wir jetzt haben. Unsere reinen, heiligen Gedanken. Mit denen schaffen wir die Zukunft. Mit dem Jetzt. Ja? Und worauf wollen wir warten? Machen wir es jetzt. Jetzt. Und in dem Moment, wo wir uns jetzt versammeln, wo wir wirklich präsent sind, wo wir die Vergangenheit ruhen lassen, wo wir uns nicht jetzt auf die Zukunft konzentrieren, sondern wirklich im Jetzt sind und dann schauen, was rauskommt. Lassen wir es geschehen. Ich warte auf eure Kommentare und dann schauen wir weiter. Ich wünsche euch Gottes reichsten Segen.